Hallo und willkommen zurück zu einer Runde Foundation. Weiter geht's in meinem Dörfchen und ihr seht schon, es ist gerade ein heftiges Unwetter eingesetzt. Und ihr habt vollkommen recht, ich muss mal mehr Lebensmittel grinden, weil wenn irgendwas passiert, sehen die sehr alt aus. Und ihr habt auch geschrieben, dass quasi Weizenfarben immer nur bestimmte Bereiche quasi abernten können. Deswegen habe ich mal hier ein bisschen reduziert. Und ich würde sagen, dass wir hier vorne auch nochmal eins machen. Also am besten wäre, wenn die Bäume da weg wären. Aber was soll ich denn machen? Oder wir machen es halt hier irgendwo hin. Oder hier unten. Also am liebsten habe ich es eigentlich, dass die Sachen so sind wie, ja, wie in den Dörfern früher echt. So Dorf, davor eine Mauer und dahinter die Weizenfelder. Aber bis wir da sind, dauert es ja noch. Und ich weiß gar nicht, ob das hier so geht. So, deswegen machen wir hier nochmal so ein Weizenfeld. Ist die Frage, was haben wir denn jetzt gerade zu viel und was zu wenig? Gibt es irgendwo eine Anzeige so mit meinen Waren? Was war denn da los? Haushalt. Ah, das ist mein Geld. Ausbauzonen. Ich glaube, ich muss ins Lager, oder? Ah ja, beliebte Produkte? Nee. Zonenverteilung, Grenzen, Hilfe. Genau, Hilfe ist gut. Ah, Warenliste, perfekt. So. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Ja, Stoffe, Kleidung haben wir ohne Ende. Da brauchen wir halt nichts machen. Brote haben wir gerade 104, aber trotzdem hätte ich da ganz gerne noch einen Puffer. So, Brote haben wir genug. Ja, Mehl und Weizen ist gerade mega wenig. Also ich mache erstmal ein Weizenfeld, gucke, ob die Mühle damit klarkommt. Glaube ich jedenfalls, weil jetzt ist ja auch null drin. Also machen wir noch ein Weizenfeld. Da eine Weizenfarm. Und können wir ja hier so hinmachen, warte. Jetzt habe ich gerade das als vorne genommen. Ich weiß nie, was bei den Gebäuden da vorne und hinten ist. Ist, glaube ich, auch egal, oder? So, und dann mache ich jetzt hier, genau, Heinrich bringt 20 Bretter. Ja, hau mal rein, Heinrich. Okay, dann machen wir halt noch ein bisschen Weizen. Alles top. Dann wollte ich hier ganz gern einen Soldat haben. Den Neuling William. Oh ja. Ah, ist er ja schon geworden, oder was? Jetzt haben wir einen Soldaten, ne? Geil. Kostet, glaube ich, Geld. Mehr weiß ich noch nicht. Oh, das ist immer gut. Ich hatte letztens noch einen Kommentar von wegen... Warum machst du denn Videos, wenn du gar keine Ahnung hast von dem Spiel? So, nur nicht so nett ausgedrückt, sondern ein bisschen härter. Und da denke ich mir immer so, oh Mann, der hat das, glaube ich, nicht verstanden, ne? Also nochmal zur Info, falls derjenige welche vielleicht ein aktuelles Video gerade guckt. Let's Plays sind quasi, ich entdecke das Spiel mit euch. Wenn du keine Lust darauf hast, musst du dir einen anderen Kanal suchen. Das nur mal dazu. So. Das sieht auch sehr geil aus, muss ich sagen, hier schon. Da auch. Ist die Frage, ob wir da noch ein bisschen ausbauen oder ob wir jetzt sagen, pass auf, wir machen jetzt hier noch ein Dorfzentrum hin. Ah, das ist ja blöd mit der Nahrungsverteilung, ne? Oder wir bauen endlich mal die Sachen, die wir dazu bekommen haben. Das wäre geil. Und ich bin mal hergegangen und habe hier bestimmte Zonen gesperrt. Damit die Wege sich da mal resetten. Hier laufen die kreuz und quer alle. Da denke ich mir immer so, warum? Hört auf damit! So, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben Milchbauernhof hätten wir noch. Käserei, Köhlerei. Oh, stellt Kohle her? Stellt Eisenerz aus her. Eisenschmelze, Schmied. Ja, sind auf jeden Fall schon geile Sachen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich Eisen herbekomme. Oder ist das das hier? Ich weiß es doch nicht. Oder da? Ja, sieht aus wie ein Stein. Wie ein nasser Stein sieht das aus. Das sieht genauso aus wie hier. Wird das irgendwann mal weniger? Ich meine, klar. Wenn man mal guckt. Da sind zwei dicke Steine so. Und dieses Haus besteht ja zu 70% aus Steine. Da frage ich mich halt immer, was ist denn da los? Da wurde auch gesteint. Sehr gut. So, genau. Taverne wollte ich machen. Eine richtig geile Taverne, wo die Leute abends fett... Oh, die kann man auch so aufbauen. Wo die Leute am Abend fett saufen können. Oh, das ist ja geil. Steinhalle. Die hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Ich packe die mal hier hin. Wir brauchen wahrscheinlich mehrere Tavernen. Ist ja ziemlich dorfzentrisch. So. Ich muss dazu sagen, mein Vater... Jetzt kommt's. Hatte früher auch eine Taverne. Nannte man nur Kneipe, glaube ich. Habe ich dann auch mal gearbeitet zwischendurch, so als Kind. War schon cool. So, so.
Okay, ich sehe gerade mit dem Fenster nicht so gut gelöst, ne? Aber kann man ja mal machen. So, Taverne mit Tür. Das ist schon mal gut. Eine hohe Tür. Eine Steinerweiterung. Oh, das ist ja super schön hier oben. Ah, die kann man überall dran pappen. Geil. Machen wir hier oben dran? Ja, ne? So, was haben wir denn noch? Hier Stallungen? Natürlich, für die berittenen Reiter. Passt nur nicht da dran, wahrscheinlich, weil das zu sehr an dem Rand ist, oder? Warte. Genau, das weg. Ich glaube, man muss die erst irgendwo anders zusammenbauen und dann dahin schieben, wo die hingehört. Das ist der beste Trick überhaupt. Oder man dreht das einfach. Ich glaube, das war das Problem. Und es geht echt nur hinten dran, oder was? Hey, irgendwie ist das... Macht er gleich kaputt? Oder muss man das andersrum anbringen? Ach so, oder was? Wo macht man denn so Stallungen da dran? Also keine Ahnung, ob das so muss. Hier noch ein Dachschornstein so. Was ist das? Ah, ein Schornstein für die Seite. Ne, machen wir mal so. Dachschornstein, hallo? Ja, sieht gut aus. Und warte, wir können hier hinten noch eine Kabine dran machen. Da sind dann die Toiletten, oder was ist das? Das war geil. Weil die Taverne sieht irgendwie ein bisschen klein aus. Vielleicht kann man die ja so da reinziehen, oder? Ja, wir machen heute nur Taverne. Machen wir heute. Oh Mann. Ja, geht auch größer, sagst du. Oder der Kamin, der... Nee, lass den Kamin mal da. Hier, das Häuschen größer, oder? Ah, wow. Boah, das ist ja mal mega cool. Peter ist begeistert. Nein, komm mal mit rüber. Alter, wo ist das denn jetzt? Jetzt ist das da drin. Das ist ja voll Platz sparen. Komm, wir machen es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier am Rand so richtig... Da ist jetzt quasi so ein Balkon. Und die Stallungen sind direkt da dran. Das ist natürlich cool. Ah. Oh Mann, ey. Tut mir echt leid, ich versuche halt was Schönes zu bauen, ne? Kann man nichts machen so. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Ah, da hängt's raus, alles klar. Jetzt gefallen mir die Stallungen da nicht mehr. Tschüss. Kann ich das entfernen? Hier, mach's gut. Kann ich das drehen und hier... Ja, das war cool. Pferde bitte hinten dran. Ja, ja. Und das geht so wahrscheinlich... Doch, würde gehen. Ich mach da einfach eine Kabine jetzt rein. Naja, kommt nicht mehr in die Stallungen, ne? Ach. So ist gut. Oh nein, da unten ist noch mehr. Also, ne, warte. Geil, da unten ist noch mehr. Sorry, habe ich vergessen. Muss man ja anders darstellen hier. Metallstab. Ne, warte mal, wenn ich Metallstab habe, brauche ich bestimmt auch Metall zum Bauen, ne? Also kann ich mir vorstellen, wäre mega krass. Warte, dreh das nochmal hier. Aha, das ist ja cool. Und dann gehe ich hier. Und hänge da Gasttauschschild dran. Boah, mit Betten drauf, cool. Wie, was ist das denn in der Küche? Muss da eine Küche rein oder können die auch so machen? Punkt 2. Warte, ich glaube, dieser Anbau muss einfach weg. Der sieht zwar schön aus, aber der nimmt gerade sehr viel Platz weg. Wie sieht's denn so aus? Perfekt. So, wenn ich gleich fertig bin, ist die Taverne größer als mein ganzes Grundstück hier. Also, nein, Haupthaus entfernen. Kann ich zurückmachen? Och, Mann. Ich mach gleich alles kaputt. Na, ja, das ist jetzt echt doof gelaufen, ne? So, ich habe mir nochmal eine neue Taverne gebaut. Die sieht jetzt so aus. Mit Küche dran, einer Stallung.
Und ja, ich weiß nicht, ob das als Eingangstür zählt oder ob das nur ein Balkon ist. Ich glaube, das ist nur ein Balkon. Und deswegen habe ich hier nochmal eine Eingangstür hingemacht, die Schilder hier in den Ecken. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das da hinten irgendwo reingezogen kriegen, ohne dass ich die rechte Maustaste drücke. Weil das war gerade mein Fehler und dann war das ganze Ding leider weg. So. Jetzt gehen wir hier mal so rein, glaube ich. Gehen wir so rein? Ne, warte, so ist, glaube ich, gut. Dann sind wir so ein bisschen an Marktnähe, ne? Also man hätte jetzt auch andersrum bauen können, aber ist okay. So, und dann packen wir die mal so. Also die ist schon sehr groß. Aber ist cool. So, und wenn ich jetzt Baubeginn mache, also die ist sehr, sehr teuer. Aber ist ja geil, weil wir haben ja eh gerade zu viel Geld über. Und wir gucken mal. Und was kostet die im Monat? Steht gar nicht, ne? Baubeginn. Oh, fertig. Nimmt schon gut Platz weg. Aber, und die wird wahrscheinlich dann nächste Woche fertig sein. Also brauchen die bestimmt super lange. Oh, das ist fertig schon. Ja, das ist geil, weißt du? Ich baue hier eine halbe Stunde eine Taverne und wundere mich dann, dass das fertig ist. Ah, oh, da hatte die Mutter keinen Namen für Mail 1178. Willkommen. Oh Mann, ey. Ach, das ist nochmal separat. Das ist ja blöd. Ich dachte, die können zusammen so abernten. Muss ich hier schon wieder gucken, wie groß sein Feld sein muss. Das ist ja egal. Passt schon. So, das ist gut. Dann kann das zugemacht werden. Drei Bauern am Start. Können jetzt mal dahin latschen. Was haben wir hier? Nur noch 8 Beeren. Aber wie viel Brot haben wir denn? 103, das ist schon mal gut. Oh, warte mal. Ja, jetzt geht's wieder ab. Wir haben ein bisschen Geld über, ne? Ich baller die jetzt mal hoch hier. Der 5er, Level 4er. Ich weiß nicht, ob die irgendwann sterben. So. Es werden nur die älteren Bürger alle tot. Mist. Oder eigentlich ist das auch egal, wer Bürger wird, oder? Oder habt ihr schon geschrieben, wer schneller ist? Hopfenfarm und Brauerei sind jetzt verfügbar. Oh. Heißt das, ab jetzt kann ich auch Essen machen, so? Nicht Essen, wie heißt das? Bier für die Taverne, ging das vorher nicht? Das ist natürlich toll jetzt, Peter. Aber ist ja kein Problem, so ein Hopfenfarm ist ja nicht schlecht hier so. Oh, was ist da passiert? Ah, oh, der baut aus. Hab verstanden. Okay, Hopfenfarm und Brauerei. Oh mein Gott, wird ja immer mehr. Das ist ja mega krass. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Gesandter bittet um irgendein... Alter, was ist denn jetzt los bei euch? Oh, entschieden sich null auch im Dorf anzuschließen? Warum? Ist alles sexy hier, oder nicht? Ja, alles ist gut. Neue Militärmission verfügbar. Eine neue Militärmission ist auf... Oh nein. Ich dachte so, es ist nicht gut. Wird ihnen einen Auftrag geben. 30 Bären in 60 Tagen. Boah, ich hasse immer diese Essensquests, ne? Da muss ich mal alles umstellen. Oh, eine Jagdhütte. Ein Waffenschmied. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte einmal hier reingucken, wo ich Punkte brauche. So, Arbeitergemeinschaft könnte man machen. Königreich vielleicht. Boah, da brauchen wir 40 Punkte. Alter, hui. Und eigentlich wäre der Klerus am besten. Ich meine, klar, da bräuchte man auch noch was, aber ich guck mal, was möchte denn der Klerus? Der möchte auch 30 Beeren. Na, warte, Warenliste. Bevorraten. Oh, das ist ja super easy jetzt. So, bitte die Beeren einbehalten für den Tönnis, der die haben möchte. So, jetzt machen wir hier nochmal eine Hopfenfarm. Produziert Hopfen. Und macht Bier. Aus Weizen, Hopfen und... Oh mein Gott. Aber ist ja geil, dann ist hier die Weizenfarm. Das ist ja auch eher so ein Industriegebäude. Auch wenn es sehr klein ist gerade. Was war das überhaupt? War das die Farm? Ah ne, das ist die Hopfenfarm, okay. Ja, dann ist ja alles gut. Dann machen wir die Brauerei davor. So. Können nach hinten laufen, ein bisschen Weizen holen. Hier vorne ein bisschen Hopfen. Okay, das ist schon mal gut. Nicht bauen Käse. Warum machen die eigentlich nichts? Achso, Status der Farm wachsen.
Ja, dann lass mal wachsen. Okay, wir machen nochmal schnell. Aber für eine Alpha, sieht man da unten rechts, ist das echt schon ein geiles Spiel, finde ich. Echt schön gemacht, auch wie sich das bewegt. So ein bisschen Siedlermäßig, finde ich. Wurde auch, glaube ich, geschrieben von euch. Nur halt ohne so viel Krieg. Oh, ruckelt. So, jetzt machen wir hier nochmal. Okay, das läuft. Da wird gebaut, da auch. Hier wird auch Material angehäuft, glaube ich. Wenn ich mal sagen würde, was da rein soll. Hier so Holz vielleicht. Steine. Dann Steinblöcke vielleicht. Und was wird hier noch? Holz, Bretter. Wird hier Bretter gemacht? Wird hier Bretter gemacht? Bester Satz. Ich glaube, Bretter wird hier nicht gemacht. Aber Stein auf jeden Fall. Warenplatz, sehr gut. Hier ist ja auch noch nichts drin. Beeren. Ja, und das war's, glaube ich, oder? Könnt ihr vielleicht Hopfen oder Alkohol zwischenlagern? Ja, Bier. Wobei ich glaube, das wird nicht zwischengelagert werden. Ah, hinfort damit. Super easy. So, das haben wir schon mal. Fertiggestellt, Wohnhaus. Boah, guckt euch die Taverne an. Guckt euch die Taverne an. Wie viele arbeitslose Menschen haben wir denn jetzt noch? Ein, okay. Ah, das ist ja super. Nicht wie in meinen Städten hier, in meiner Umgebung, mit 20% Arbeitslosenquote, da geht das schon ab. So. Ah, ich brauch... Ah, benötigt mehr Prunk. Ach so, 20. Jetzt hat Peter fast verstanden. Tede. Und dann mehr Deko für den Bergfried. Was eigentlich geil ist. Neuzone Jagdgebiet ist verfügbar. Ah, ist halt die Frage, ne? Wo bauen wir hin? Ich glaube auch hier unten. Das ist ja auch so ein Berggebäude. Hau mal raus hier. Wo ihr seid? Wo ist die Jagdhütte? J. Jagdhütte, da ist sie. Was benötigen die denn? Ah, Wartungskosten 30 Gold. Ist aber vollkommen in Ordnung noch. Wie krass einfach so ein Weg durch sein... Das ist immer geil, wie die hier wohnen manchmal. So, Jagdhütte ist am Start. Ein Arbeitsloser. Da entstehen gleich so viele neue Jobs. Ich müsste mal gucken, dass die mehr zuwandern, ne? Und vielleicht, dass ich mehr Werkzeuge einlagere. Wo sind wir nochmal? Hier oben, glaube ich, ne? Ich mache alle Fenster mal auf. Bessere Übersicht, kann man anders nicht sagen. Ah, krass, der war gerade da und hat 40 Werkzeuge abgegeben. Cool. Können wir bald auch selber herstellen, weil es gibt ja diesen Waffenschmied. Ich glaube, der kann auch Werkzeuge machen, oder? Stellt Schwerter aus Eisen und Kohle. Werkzeuge her. Mein Gott, stellt Schwerter aus Eisen, Kohle, Werkzeuge. Ach so. Nee. Okay, der braucht auch Werkzeuge. Gibt's keinen Werkzeugmacher? Bestimmt, ne? Hab ich nur noch nicht gesehen. Aber egal, Taverne gleich gut. Das ist auch geil, weißt du? Da machen die Dachteile hier oben schon drauf, obwohl das Haus noch nicht da ist. Aber ist ja okay. Und da ist gar kein Durchgang. Haben die sich Entwickler nur dabei gedacht? Am geilsten ist die Schaffarm, die mitten hier im Weg jetzt ist. Frag mich halt, ob das relevant ist oder nicht. Können wir mal einen Schaf weniger machen, ne? Bitte entferne einen. Weil wir haben ja Wolle ohne Ende. Da wird gesät. Sehr, sehr gut. Leider kann der Hopfenmann noch nicht sehen. Aber wo können wir eh nicht? Da ist jetzt Weizen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal cool. So, Oswald bringt 2 Bretter. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was fertig werden muss? Wir haben jetzt wieder einen mehr, der hier wohnt. Schon mal gut. Also haben wir wieder 2 Arbeitslose. Die Wege hier, wie geplant, verschwinden einfach nicht. Aber an sich ist das Dorf echt cool geworden. Soweit. Okay, aber ich würde mal sagen, wir haben einiges in Auftrag gegeben. Nächstes Mal sollte es eigentlich fertig werden. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Foundation sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss.